Herr Gandinas, die Ablehnung für No Billag fiel deutlicher aus, als man das erwarten konnte. Was ist Ihre Interpretation für dieses Votum? Es ist ein klares Bekenntnis zum System, zum Mediensystem Schweiz mit einer starken SRG und starken regionalen Radio- und Fernsehstationen. Es ist aber auch ein klares Zeichen, dass die Solidarität in diesem Land einen hohen Stellenwert hat, sei es die sprachliche Solidarität oder auch die Solidarität mit gesellschaftlichen Minderheiten. Ich glaube, es ist gelungen, der Bevölkerung aufzuzeigen, dass es sich eben nicht um eine Denkzettelabstimmung handelt, sondern eine staatspolitisch sehr wichtige Abstimmung. Die Bevölkerung will weiterhin parteipolitisch und wirtschaftlich unabhängige Radio- und Fernsehstationen, und das ist ein ganz klares Zeichen. Anfangs haben die Umfragen ja noch einen Sieg für die Befürworter vorausgesagt. Warum hat sich das gekehrt, die Meinung? Ich denke, es ist uns gelungen, aufzuzeigen, wie breit die SRG und auch die Regionalen heute berichten und was es heißen würde, wenn es keine solidarische Finanzierung mehr geben würde. Und hier würden sehr viele hätten verloren. Und das hat das Schweizer Volk eingesehen und gesagt, wir wollen am System festhalten. Das heißt nicht, dass man nichts ändern muss, aber im Grundsatz ist man sehr zufrieden und auch in allen Regionen der Schweiz mit dem Mediensystem, den wir haben. Trotzdem, der Unmut hat sich in der Abstimmung gezeigt, ist relativ groß bei der Bevölkerung. Es gibt jetzt schon verschiedene Vorstöße, die alle eine Reduktion der Gebühren verlangen. Würden Sie dazu Hand bieten oder sagen Sie jetzt weiter so wie bisher? Ich finde es wichtig, dass wir zuerst definieren, wie soll unsere Medienlandschaft zukünftig aussehen, dass es eben schweizweit einen grossen Player wie die SRG braucht, aber dass wir auch starke regionale Player brauchen, um auch die regionale Berichterstattung abzudecken. Und dann zuerst die Leistung und dann der Preis. Das steht für mich im Vordergrund.